Das ist das Erklärungsvideo der Station A, einmal der erste Teil. Der beginnt auf der Seite 110. Du sollst dir dieses Bild einer Fußballszene anschauen. Und du siehst, dass die Kinder hier verschiedene Gefühle haben. Da muss gar nichts dabei stehen. Du siehst, dass dieses Kind zum Beispiel traurig ist, dass die zwei da jubeln und sich freuen, dass der sehr grantig ist, der Spieler, weil der eine rote Karte bekommt. So, und was sollst du jetzt in dieser Station machen im ersten Teil? Du sollst mündlich erzählen, welche Gefühle du hier erkennen kannst. Also ich nehme ein Beispiel. Ich kann zum Beispiel sagen, dieses Kind ist sehr traurig, weil es hat sich am Fuß verletzt. Und genau solche Sätze, such dir bitte 4 Kinder aus, von denen du mir so etwas erklärst. Das kann sein, dass du mir da ein Video schickst, wo du das erzählst, wo du auch auf die einzelnen Kinder hinzeigst, oder ein Audio. Und wer sich nicht gerne filmen lässt und nicht gerne etwas auf Band spricht, der kann mir das auch aufschreiben. Diese Station besteht auch noch aus einem zweiten Teil, und zwar im dünnen Deutschbuch auf der Seite 54. Und hier gilt es, sich mit den Namenwörtern für Gefühle auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass du all diese Aufgaben, wenn du dir die Arbeitsaufträge gut durchliest, auch alleine lösen kannst. Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Arbeit. Tschüss!